und herzlich willkommen auf Susis Cooking Kanal. Bei mir gibt es heute einen Möhren-Kokoskuchen, einen Karottenkuchen mit Kokosflocken. Ich lese euch mal vor, was wir für den Kuchen brauchen. Und zwar sind es 300 Gramm Karotten in Stücke geschnitten, 150 Gramm weiche Butter, 80 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker oder ich werde heute Tonkabohne reinreiben, ein bisschen, weil ich keinen Vanillezucker mehr da habe. Salz, 3 Eier, 100 Gramm Kokosraspeln, 175 Gramm Mehl, einen Teelöffel Zimt und ein halbes Päckchen Backpulver. Das ist kein Thermomix-Rezept, aber das denke ich, werden wir zusammenbringen. Vorbereitet habe ich meinen Backofen, der ist auf 180 Grad Ober- und Unterhitze aufgeheizt. Der Kuchen wird in der mittleren Einschubhöhe gebacken und hergerichtet habe ich mir eine Kastenform. Ich habe die von Pampered Chef, ihr wisst, ich backe gerne in dem Zauberkasten. Ihr nehmt da einfach, egal in was ihr den Kuchen backen möchtet, die habe ich ein bisschen eingefettet und mit Kokosflocken ausgestreut. Und als erstes werden wir uns jetzt die Karotten zerkleinern. Ohne Spatel, ohne Rühraufsatz natürlich. Ich lasse jetzt mal auf Stufe 5, ich fange mal auf Stufe 5 an und horche einfach mal ein bisschen und sage euch gleich, wie lang ich aufgedreht habe. 5 Sekunden waren das jetzt. Und so reicht mir das Ganze auch. Es kommt, schaut da auch ein bisschen rein. Es kommt immer darauf an, wie groß ihr die Karottenstücke natürlich auch reingebt. Und die füllen wir uns jetzt erst einmal wieder um. Den Mixtopf spülen wir aber jetzt nicht aus. Jetzt geben wir unseren Rühraufsatz hinein. Und unsere weiche Butter ist jetzt wirklich wichtig, auch dass ihr weiche Butter nehmt, dass die schön verrührt werden kann mit dem Rühraufsatz. Der Zucker kommt gleich mit dazu. Der Zimt, den gebe ich gleich mit rein. Unsere Prise Salz. Sowie auch eben den Vanillezucker oder bei mir jetzt so die Tonkabohne. Und das Ganze stelle ich jetzt mal auf der Stufe 3, 3,5, so 2 Minuten ein. Und werde nach und nach oben durch die Deckelöffnung die 3 Eier langsam dazugeben und jedes Ei richtig schön lang unterrühren lassen. Nachdem die Eier drin waren und die 2 Minuten abgelaufen sind, habe ich alles nochmal runtergeschoben vom Rand und habe weitere 2 Minuten auf der Stufe 3 das alles cremig verrühren lassen. Jetzt kommt auch schon der ganze Rest dazu. Das da wären unser Mehl, das Backpulver habe ich schon drin, die Karotten. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob ich den Spatel eventuell rausnehmen sollte, nicht den Spatel, den Rühreinsatz, oder ob ich ihn drin lasse. Ich lasse ihn jetzt mal drin und auch die Kokosflocken kommen dazu. Ich stelle mal auf Stufe 3 und schaue, inwieweit sich das gut miteinander verbindet. Das waren jetzt 20 Sekunden und es sieht gut aus. Den Rest mache ich mit dem Spatel. Schaut her, so schaut es jetzt aus. Dann holen wir den nochmal raus und verrühren uns den Rest mit dem Spatel. Schaut der Kuchenteig jetzt aus.
Riecht richtig gut nach Kokos und sieht auch schön aus mit den Karottenstückchen. Den füllen wir uns jetzt um in die Kastenform. Dann streiche ich den noch ein bisschen glatt, verteile den halt gut. So schaut das jetzt aus. Und den werde ich jetzt bei 180 Grad, wie schon vorhin gesagt, Ober- und Unterhitze in der mittleren Einschubhöhe für ca. 45 bis 50 Minuten backen. Ich mache die Stäbchenprobe und sage euch dann danach natürlich wieder, wie lange ich ihn genau drin gehabt habe. Mein Karotten-Kokoskuchen ist aus dem Backofen raus. 55 Minuten hatte ich ihn jetzt drin. In der Stoneware braucht er meistens ein bisschen länger. Ich habe nach 45 Minuten nochmal die Stäbchenprobe gemacht und es hat noch nicht ausgereicht. Also schaut da einfach selber nach, jeder Ofen und jede Form backt einfach ein bisschen anders und so sieht er aus. Und ich finde, er kann sich wirklich sehen lassen und er riecht so gut nach Kokos, echt. Ich versuche mal, ob ich ihn schon stürzen kann. Ich habe ihn wirklich gerade aus dem Backofen raus. Das war gar nicht so einfach. Mit den klobigen Handschuhen. Oh. Ja, sehr schön. Immer wieder schön. Drehen wir nochmal die Tür. Oh, ist der luftig, ist der locker. Sehr schön sieht er aus. Sehr schön durchgebacken. Und wie gesagt, herrlich. Ihr könnt da jetzt Puderzuckerglasur drauf machen. Nur Puderzucker, dekorieren mit Möhrchen, dekorieren mit Blümchen. Ich glaube, ich werde ihn wirklich nur mit Puderzucker bestreuen. Ich hätte mir zwar so Deko-Schmetterlinge hergerichtet, da bräuchte ich aber eine Glasur. Ich weiß es noch nicht. Ihr werdet es dann am Foto sehen, wie ich ihn zu Ende dekoriert habe. Entweder vorher schon oder dann im Anhang hänge ich euch auf jeden Fall auch ein Anschnittfoto wieder rein. In diesem Sinne, ich werde bewusst nicht über unsere schlimmen Zustände zurzeit sprechen, über das Corona. Ich denke, jeder weiß Bescheid darüber. Ja, machen wir das Beste draus, dass wir schnell wieder einen einigermaßen Normalzustand bekommen. In diesem Sinne würde ich heute nur wirklich gerne sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf, geht keine Risiken ein und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Viel Dank, Servus.